Jo, moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge AKF. Wir sind heute auf dem Weizen. Wir haben auf diesem Feld die Versuche angelegt. Tigerdrill, hier vorne kommt die Clayton. Das geben wir mal ab. Und hier nach kommt die Direktsaat mit der Amazone Primera. Wir haben hier ein Stück, das sind die 30 Hektar, haben wir hier in 12 Meter Blöcken aufgeteilt. Hier ist die Primera. Und jeweils 12 Meter jedes Verfahren, 12 Meter Tigerdrill, 12 Meter Clayton, 12 Meter Primera und dann wiederholt sich das ganze System. So haben wir hier ein komplettes Stück angelegt und ja, wir wollen jetzt einmal kurz rauf gucken auf die Fläche. Wie sieht es aus, wie haben sie sich entwickelt, die Pflanzen? Spaten, Bodensonde habe ich heute dabei. Gucken wir uns mal an, wir fangen mal angefangen mit der Tigerdrill. Wir haben ja hier eine lockernde Bodenbearbeitung, beziehungsweise ja, wir hatten hier 30 cm tief mit einem 50er Schar. Das heißt, wie ich auch schon in dem Video entsprechend des Versuches gezeigt habe, haben wir hier nicht alle Bereiche gelockert, sondern nur streifenweise. Wir haben aber leider Gottes eine verstopfte Leitung dabei gehabt oder zwei. Und das können wir uns gar nicht so richtig erklären. Wir kamen aus der Zwischenfrucht, das Gerät war sauber, das war das erste Stück mit Weizen. Danach, wir sind hierher gefahren und hatten zwei verstopfte Leitungen. Da hinten war es noch schlimmer, da fing es an. Denn hier hat sich es nachher fast behoben. Und ich glaube, auf dem anderen Stück, nachher da drüben, da hinten war es nachher ganz weg. Was gibt es augenscheinlich zu sagen? Die ganzen Verfahren stehen sich in nichts nach. Also optisch, klar, dieser Bestand ist ein bisschen enger als der von der Clayton oder von der Primera. Aber optisch sind überall Pflanzen da. Feldaufgang ist solide, Feldaufgang ist gut. Und auch optisch haben sie sich erstmal gleich entwickelt. Wir gucken uns jetzt erstmal die Bestände an mit Wurzeln, alles drum und dran. Schieben nochmal kurz die Bodensonde rein. So, machen hier jetzt mal kurz ein Loch. Spaten geht natürlich ganz easy rein. So, wenn wir jetzt uns das Ganze hier angucken, bricht das natürlich ziemlich simpel. Pflanzen überall feine Wurzeln. Hier klappen wir mal ein bisschen auseinander. So sieht das Ganze aus. Also relativ feine Wurzeln sind jetzt schon nach unten gegangen. Hier noch das Samenkorn. Eine Bestockung haben wir. Da, wie man sieht, wir haben einen Haupttrieb und einen Nebentrieb. Wir haben 370 Körner pro Quadratmeter gedrillt. Die Sorte ist Komplize, ein Grannweizen. Ihr seht, Spaten geht ohne Probleme hier rein. Boden bricht noch leicht kantig. Genau. Feine Wurzeln, also ein bisschen was und der wächst immer noch. Wir haben hier eine weiße Wurzel, das heißt, der ist aktiv. Wir hatten zwar viel Kälte, wir haben aber auch viel Nässe. Ich will nicht sagen, es war schon milder Winter, ja. Also so sieht die Pflanze jetzt aus. So sieht die Wurzel dazu aus. Und hier ist es keine Bestockung. So, Unkrautdruck, ganz bisschen da. Da sehen wir was, da sehen wir ein bisschen was. Da sehen wir ein bisschen was, hier so überall, aber sehr, sehr wenig. Pflanzenschutzbehandlung fand noch gar nicht statt. Ich war hier einmal im Herbst noch rüber mit Mikronährstoffen und was ich da beobachten konnte, ist auch so das, was man erwartet. Hier haben wir eine Spur reingefahren, wo wir gegrubbert haben. Und nachher im Direktsaatboden konnte man so ziemlich gar keine Spuren mehr sehen. Was ist eigentlich für den Versuch zu erwarten? Tendenziell würde ich persönlich erwarten, also Feldaufgang hätte ich sie alle gleich eingeschätzt. Warum? Wir haben hier ja quasi eine beräumte Oberfläche. Wir haben hier ein paar Stoppeln und das war's. Ansonsten haben wir reinen Acker. Wenn es Probleme bei Direktsaat oder bei der Mulchsaat gibt, dann ist das meistens mit Pflanzenreste. Ansonsten steht es ja dem Feldaufgang beim gepflügten Boden in nichts nach. Wenn wir Erde haben, haben wir Erde, können damit arbeiten. Wenn wir viel Material haben, dann haben wir da meistens Probleme. Und das ist da, wo dann nachher die richtig guten Drillmaschinen halt gefragt sind, wenn es viel Erntereste gibt. Wenn es viel Erntereste gibt, genau. Also das ist so ein bisschen der Punkt. Also zu erwarten war eigentlich, dass der Feldaufgang ziemlich gleich ist. Die richtigen Vegetationsunterschiede, denke ich, stellen sich erst im Frühjahr raus. Mineralisation, alle anderen Effekte, die wir jetzt haben.
Was wir so ein bisschen bei Regen sehen konnten, halt die Gruberfläche ist ein bisschen glasig. Die Rektsaatfläche bleibt immer stumpf, die nimmt das Wasser am schnellsten auf. Und ja, das ist im Prinzip erstmal meine erste Beobachtung. Auch hier haben wir natürlich ein bisschen weniger Maisstoppel. Das ist hier so der Bereich, der hier stehen bleibt. Der sieht dementsprechend so aus. Das heißt, wir haben hier noch alte Wurzelbereiche, die hier sozusagen vom Mais standen, die weiter für eine Durchwurzelung bzw. Lockerung des Bodens sorgen. Ja? Und hier haben wir dann die Getreidepflanze, die hier in der Reihe steht beim Mais. Also rein optisch hier noch gar keinen Unterschied zu erkennen. Wir gehen jetzt mal zu der Bodensonde, schieben die mal rein. Ich habe das gerade schon mal ein bisschen ausprobiert. Wir haben hier die drei Striche, die drei untersten Striche, ich weiß nicht, wie man es sehen kann, da ist der dritte Strich, sind 30 cm. Das ist ungefähr so der Horizont, den wir überhaupt hier haben. Darunter wird es bei uns sandig, lehmig, tot. Ne, tatsächlich, wir haben nur so viel Mutterboden, ungefähr 30 cm. Was macht eine Bodensonde? Im Prinzip prüft die so ein bisschen den Druck, die Verdichtungszonen. Das heißt, wir können hier, ich hoffe, ich kriege das mit einer Hand hin, da haben wir einen Stein. Wir können hier den reingleiten lassen. Sie haben demzufolge keinen Widerstand. Und hier sind wir immer noch im grünen Bereich gewesen. Und wir haben hier beim vierten Ring ungefähr 40 cm Tiefe keinen Widerstand. Das heißt, wir haben eine sehr, sehr lockere Zone. Hier haben wir zum Beispiel, hier sind wir mit der Spritze rübergefahren. Können wir auch nochmal gucken. Ich hoffe, meine Kraft mit einer Hand reicht. Geht auch relativ simpel durch, ungefähr bis hier. Sollten so 35 cm sein, habt ihr gesehen, gar kein Problem. Ich habe aber ein paar härtere Stellen gefunden, aber unabhängig, ob gegrubbert oder nicht. Also der Bereich ist definitiv überall sehr lose. Wir machen mal weiter, wir gucken uns jetzt an die Kläden und gucken am besten mal gleich direkt mal einen Bereich zwischen den Reihen. Nicht gelockert, wir sehen hier, geht auch sehr, sehr durch, immer noch im grünen Bereich. Jetzt wird es ein bisschen härter. Aber wir haben hier auch gute 32 cm ganz lockerer Bereich. Das sollten wir natürlich da, wo wir die Reihe an sich haben, soll es natürlich die ersten 50 cm simpel gehen, wie es hier sieht. Dann wird es ein bisschen schwerer, trotzdem noch grüner Bereich. Wir sind jetzt auch 30 cm tief. Hier nochmal hier zwischen. Geht auch super solide rein. Hier haben wir auch, hier war die Maisreihe. Geht es tatsächlich noch ein bisschen tiefer. Also ihr seht auch bei der Kleen gar kein Problem mit der Lockerung und mit den Bereichen, die man nicht bearbeitet. Also ich war hier im Vorfeld und habe das schon mal mir so ein bisschen angeguckt, ob ich Unterschiede für euch finde und sehe. Es hat sich relativ viel schon verwachsen. Weiß ich nicht, ob man das hier auf der Kamera sieht. Da, wo die Kleen tatsächlich auf eine Maisreihe trifft, hier so hoch, sind die Pflanzen ein bisschen heller, hat man teilweise ein bisschen Probleme mit dem Feldaufgang. Sind ein, zwei Pflanzen weniger. Alles in allem sieht es aber sehr, sehr gut aus. Ja, also wir gucken uns das mal hier an. Stechen mal hier rein, so eine Reihe. Spaten geht ziemlich einfach durch. So sehen die Pflanzen jetzt aus. Ziemlich gut verteilt. Hier haben wir schon eine Bestockung. Hier auch. Da sieht aus, als wenn da einer kommt. Genau, alles im allem. Sieht sehr gut aus, schöne Durchwurzelung. Ähnlich wie bei der Tiger, da sehen wir noch keine Unterschiede. Ist auch noch sehr, sehr früh, um da überhaupt Unterschiede zu sehen. Ne? Wenn wir uns jetzt den Bereich dazwischen angucken, dann sollte der ein bisschen fester liegen. Da sticht sich auch ein bisschen fester ein. So, ne? Sieht jetzt auch ein bisschen, ja, nicht so doll krümelig aus. Ne? Wenn wir das zum Beispiel bei meinem Raps gesehen haben, sieht die Welt natürlich schon ganz anders aus. Also, auch lose. Hier sind noch die alten Wurzeln, die helfen natürlich auch dem Weizen nachher den Boden aufzuschließen und die helfen uns natürlich auch Bodenverdichtung vorzubeugen. Ne? Alles, was wir Organik im Boden haben, hilft immer Bodenverdichtung vorzubeugen. Also das ist die Variante mit der Kleen. Hier sieht man es auch nochmal, achso, das ist die Reihe hier, ne? Die sieht man hier so ein bisschen. Und wie gesagt, aber alles in allem sehr gut vom Feldaufgang. Auch hier in den härteren Bereichen. Kann man super sehen, dass es hervorragend aussieht. Also auch wenn man den ganzen Feld rüberfährt, macht das Ding wirklich gute Arbeit. Und je mehr ich jetzt die Tage über die Kläden mir angucke, desto besser gefällt mir das Ding. Hier übrigens, das ist das, was ich meinte. Wenn der Boden so ein bisschen härter wird, Fahrgasse,
dann holen wir der Erde raus, die wir quasi da nicht mehr zurückbringen. Ne? Dann haben wir da so einen kleinen Spalt. Pflanzen sind trotzdem da. Aber wie gesagt, das ist jetzt hier eine kleine Stelle gewesen. Am Vorgewende ein bisschen mehr. Feldaufgang sieht trotzdem gut aus. Dann gehen wir weiter zu der Direktsaat-Variante. Primera, auch 370 Körner auf dem Quadratmeter. Ablagetiefe war bei allen so 2 bis 3 cm. Bei der Primera war es natürlich ein bisschen schwierig. Gerade da, wo viel gefahren wurde, hatte die natürlich wenig Erde für eine Saatgutablage. Aber auch hier seht ihr, Feldaufgang hervorragend von der Primera. Auch die Primera, muss ich sagen, je mehr man über das Ding nachdenkt, desto besser ist das Ding. Genau, also so sieht es aus. Hier zum Beispiel ist genau eine Fahrgasse. Seht ihr, hier sind wir einmal lang gefahren, hier ist genau eine Fahrgasse. Und hier sehen wir tatsächlich nicht mal Spuren mehr. Seht ihr das? Nicht mal mehr die Treckerspuren sind vorhanden. Ich sehe aber, ich glaube, ihr seht das auch hier genau. Da ist es ein bisschen heller und da ist es ein bisschen heller. Der Vorteil natürlich, wenn wir Fahrgassen so anlegen, haben wir eine ganz flächig bewachsene Fläche und Wurzeln, die uns natürlich vor Erosion und alles andere schützen. Die Fläche an der Oberfläche unterscheidet sich nicht wirklich im Wesentlichen. Wir haben hier ein bisschen Regenwurmlosung, hatten wir jetzt bei dem anderen auch, aber wir haben auch wenig Material an der Oberfläche. Im Gesamten haben wir hier natürlich am meisten Stoppeln an der Oberfläche. Wir haben die einmal noch nachgewalzt, die Stoppeln, mit der Güttler. Und wie ihr seht, sind die Stoppeln auch alle kaputt. Also Güttler, hervorragende Wirkung hier bei Stoppelresten, sodass der Zünsler da nicht überwintern kann. Genug gelabert, wir gucken jetzt mal rein. Ich gucke jetzt hier mal genau zwischen die Fahrgasse rein. Natürlich hier ein bisschen festerer Boden. Da unten haben wir einen Regenwurm. Schon mal ein gutes Zeichen. Der war schon ein bisschen tiefer eben. Hier haben wir auch eine Bestockung. Genau, auch eine Bestockung, auch eine Bestockung. Bricht ähnlich, ein bisschen plattiger. Ne, klar, der gegrubberte ist noch der krümeligste. Ich denke, das wird sich aber im Laufe des Jahres sich auflösen. So, hier haben wir in der Fahrgasse. Ja, hier geht es schon ein bisschen schwerer rein. Aber man muss auch sagen, wir haben Controlled Traffic. Das heißt, diese Fahrgasse war auch schon die Maisfahrgasse. Und ihr seht hier genau, glaube ich, wie es hier in dem Spalt wächst. Ne? Wie man auch hier den Boden so ein bisschen auseinanderklappen kann. Und wie das jetzt aussieht, wie das Ganze so durchwurzelt ist. Ne? Auch ähnlich tief wie alle anderen sehen wir noch keine Unterschiede. Seht ihr jetzt auch, wie Möbel hier der Mais ist, ne? Ja. So, genau. Gehen wir mal mit der Bodensonde nach. Ist schon ein bisschen schwerer, aber es ist kaum Unterschied, ne? Aber man sieht hier schön eigentlich, wie gut durchwurzelt der Boden ist. Wir sehen hier tatsächlich noch, verrückterweise, da seht ihr das schwarze Loch. Das vom Striptil. Das ist der Überrest Gäres. Und ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ich sehe es aber. Hier sind ganz kleine Wurzeln drin. Hier ist die Organik vom Gäres. Verrückterweise. Was ein Zufall, das wir getroffen haben. Da sind die Wurzeln drin. Wir haben wahrscheinlich noch Restorganik, die jetzt genutzt wird. Augenscheinlich ist die Reihe noch nicht dunkler. Könnte aber werden. Ja, aber wenn man bedenkt, wir haben 50 cm Reihenabstand. Das heißt, die sitzt genau drin. Die könnte noch und die könnte noch profitieren davon. Also so viel wachsen die ohne Probleme. Und dann haben wir schon die nächste Reihe wieder, wo wir auch eigentlich noch Nährstoffe rausziehen. Genau, Bodensonde. Bodensonde schieben wir rein. Da, glaube ich, brauche ich beide Hände. Wichtig ist, der Bereich ungefähr, und ich hoffe, der ist auch so eingeteilt, eine Wurzel schafft bis zu 20 Bar. Zu durchdringen. Und das ist schon eine ganze Menge, die wir nicht lockern brauchen, die der Boden alleine macht. So, hier geht es noch ziemlich simpel rein. Ja, wie bei alle anderen auch. Jetzt sitzt es ein bisschen fester, ungefähr bei 32 cm. Dann haben wir, hier kommt die Fahrgasse. Können wir mal hier reinpieken? Ja, hier muss ich tatsächlich irgendwie anders die Kamera festhalten. Ich weiß nur nicht wie, Leute. So, mal gucken, unter der Achsel geklemmt. Oh, okay, aber ging es ziemlich simpel durch. War nur oben etwas, aber auch nicht wirklich doll. Gucken, hier sieht auch noch so aus wie eine Rinne. Genau, das von der Kleden auf. Wir gucken noch mal ein bisschen weiter rüber hier. Hier ist noch mal eine Fahrgasse.
Auch ziemlich simpel. Und ja, wir gucken jetzt hier mal einfach dazwischen, wo wir nichts haben. So, alles in allem unterscheidet sich das kaum mit der Festigkeit des Bodenhorizonts. Meine Theorie war ja, dass wir das, was wir hinterm Mais hinterlassen, teilweise zu doll verdichtet ist. Wenn wir es jetzt einmal hier rüber gehen, kontrollieren, ist es gar nicht so, wie ich vermutet habe. So, jetzt ist wieder die Frage, was viele sich stellen. Hannes, Direktsaat. Das ist doch ohne Glyphosat komplett tot, das Thema. Ja, kleiner Funfact, wir haben hier nach Mais, hier brauchten wir gar kein Glyphosat. Also diese Variante funktioniert ja hundertprozentig. Ne, wir haben hier noch gar keine Pflanzenschutzbehandlung nach Mais gemacht. Also die Variante geht ja problemlos. Auch noch Körnermais in Direktsaat würde ja auch funktionieren, wenn es entsprechend das Gerät mit sich bringt. Das ist eigentlich im Prinzip die größte Hürde, die wir haben in diesem System. Ja, so sieht das aus. Also es hat viel interessiert. Ich weiß, viele haben mich immer wieder gefragt, wie siehst du das? Gibt es da Unterschiede? Also augenscheinlich beim Feldaufgang, bei der Wachstumszeit gar nicht. Ich denke, Unterschiede könnten kommen. Und wenn es keine Unterschiede gibt, was natürlich hervorragend wäre, dann spricht ja alles im Prinzip auch die Direktsaat nach Mais zu machen, was sozusagen problemlos möglich ist dann. Also das ist ja im Prinzip das, was man sich erhofft, das, was wir erwarten. Dass es keine Ertragsunterschiede zu Tigerdrill und zum Kläden geht. Dass man sagt, okay, ja, Kläden oder Direktsaat sind absolut solide Verfahren, wo wir den Boden sehr stark in Ruhe lassen und gar keine Probleme haben. Hier haben wir nochmal eine Spur, die können wir nochmal gucken vom Maisfahren. Also man sieht hier schon ein paar Spuren. War ja auch nur ein bisschen weich im Herbst hier gerade auf der Fläche, wo wir waren. So. Ah ja, da kommt es ein bisschen. Aber alles um die 20 Bar. Jetzt ist es ein bisschen mehr. Also hier ist ein bisschen mehr geworden. Bei 40 cm ungefähr. Aber wie gesagt, hier ist halt so eine Spur, wo mehrere Transporter rübergefahren sind. Muss das ja einfach zeigen. Wie es wächst, wie gut es wächst, dass es wächst, sehen wir auf jeden Fall, dass die Systeme funktionieren. Hier kommt wieder die Tigerdrill. Demnächst werde ich nochmal mit Lisa herkommen, dann werden wir die Flächen nochmal abstecken. Dass wir auch die ganzen Bahnen sehen. Nicht, dass sich das übers Jahr verwächst und wir sehen gar nichts mehr. Und ansonsten ärgere ich mich tierisch über diese Streifen, die wir hier drin haben. Weil da anscheinend in der Tigerdrill eine Reihe verstopft war. Nun gut, soll es das hier gewesen sein? Obwohl, wir könnten noch, ich habe da vorne noch eine Fläche, da haben wir nach Körnermais haben wir die Fläche übernommen, mit der Tigerdrill gearbeitet, einmal Scheibenecke, einmal Tigerdrill, gucken wir uns nochmal den Feldaufgang an. Hier gegenüber ist die Variante Kläden ohne Güttler, ohne Rückverfestigung. Das sah in den ersten Tagen etwas schlechter aus als die Varianten mit Rückverfestigung, aber hat sich jetzt gut verwachsen, jetzt sieht man gar keinen Unterschied mehr. Also bei feuchten Bedingungen scheint auch die Rückverfestigung nicht so wichtig zu sein. Das Interessante ist, das werden wir nächste Woche machen. Da werden wir hier mit dem Farmlab rübergehen und gucken, ob wir Mineralisationsunterschiede feststellen. In der Theorie müssten wir eigentlich feststellen, dass wir hier in der Direktsaat etwas weniger Mineralisation haben als in der Grubber-Variante. Wie lässt sich das erklären? Ganz einfach, wir bringen Luft in den Boden durch das Grubbern, durch das Auflockern und damit setzen wir sozusagen eine Oxidation in Gange. Der Boden baut Humus ab und damit setzt er Stickstoff frei. Also beziehungsweise ganzen Prozesse im Boden werden damit beschleunigt und setzen sozusagen Stickstoff frei. Und das ist das eigentlich, was wir immer sehen und immer messen können, wenn wir Bodenbearbeitung machen. Sind die Bestände danach hinterher mal ein bisschen vitaler, was man einfach darauf zurückschließen lässt, weil wir mehr Nährstoffe freisetzen. Das sehen wir aber sicherlich im Frühjahr und das machen wir nächste Woche mit dem Farmlab. So, wir fahren jetzt noch mal kurz zur anderen Fläche und bis gleich. So, wir sind jetzt hier auf einer Fläche, die haben wir jetzt diesen Herbst dazu bekommen. Hier stand Körnermais vom Nachbarbetrieb. Wir haben sozusagen die Bewirtschaftung ab 1. Oktober, hatten aber in Absprache das später angefangen, weil er noch den Körnermais noch nicht gedroschen hat, weil er noch nicht reif war.
Hier die Fahrgasse. 36 Meter haben sie. Hier sind sie im Frühjahr mit einem großen Güllebomber durchgetigert und haben Geras den Bestand gefahren. Hier vorne sieht man es noch so ein bisschen, wo das Fass so rumkommt und hier so gerade fährt. Hier im Gesamten sieht es aber ganz gut aus. Also wir haben hier Aussaat Ende Oktober. Als wir Sonnenblumen gedroschen haben, haben wir hier parallel Weizen gedrillt. Die Sorte ist Elixir. 440 Körner auf dem Quadratmeter. Wir haben hier einmal 10 cm tief mit der Scheibenecke gearbeitet und einmal mit der Tigerdrill die Aussaat gemacht. Warum mit der Scheibenecke? Weil wir mit der Tigerdrill einfach nicht Herr der Lage geworden wären. Wir haben hier auch Gänse gehabt, wie man sieht. Die fressen die Pflanzen ab, aber ist nicht weiter schlimm. Gucken wir uns das Ganze mal an, wie sieht es aus? Weich. Es ist natürlich schon ein bisschen krümeliger, weil wir hier deutlich mehr Organik haben im Gesamten. Ne? Wir haben hier noch Restbestände vom Mais. Hier haben wir noch keine Bestockung. Ich habe aber da vorne haben wir das andere neue Stück. Das haben wir ja dieses Jahr schon in Bewirtschaftung gehabt. Da haben wir mit der Kleten gedrillt, auch Elixir. Nur 400 Körner auf dem Quadratmeter. Ne, 370 auch. Sieht deutlich besser aus. Der sieht schon richtig, richtig gut aus. Hier sieht er noch etwas heller aus. In der Kamera sieht es auch wirklich noch etwas heller aus. Aber Bestand ist homogen, wie ihr seht. Halt sehr viel altes Material. Ne, da muss man erstmal hier, das ist ja das Problem, wovon ich gesprochen habe. Wenn es Probleme bei der Moissart, Direktsaat gibt, dann da, wo man viel altes Material hatte. Ne? Das sind im Prinzip die einzigen Stolperfallen, die man hatte. Ihr habt gesehen, gelockerter Boden ist es nicht. Ne? Dann picken wir hier nochmal ein. Ja. Hier natürlich auch deutlich mehr Bodenpunkte. Ne? Wir haben hier 50 Bodenpunkte. Sieht im Gesamten gut aus, muss man sagen. Da vorne, ich glaube, man sieht es ganz leicht, da oben ist die Grenze. Da war es 3 Wochen vorher gedrillt. Da stand unser Mais, der mit Kranichschaden. Wir haben jetzt hier sozusagen, hier sind es jetzt 53 Hektar in ein Stück. 54, genau, 54 Hektar am Stück. Geht bis da oben zur Hecke. So, genau. Also das wollte ich euch auf jeden Fall noch zeigen. Wie das aussieht, auch sehr, sehr gut. Hier wären natürlich die Kleden interessant gewesen, muss man sagen. In dem ganzen Maisstroh oder nochmal die Primäre, aber das haben wir zeitlich nicht geschafft. Die Kleden hätten wir zwar da gehabt, haben wir aber zeitlich nicht geschafft, weil wir parallel noch die Sonnenblumen gedroschen haben. Genau. Ja, alles im Allen, auch sieht sehr, sehr gut aus. Unkrautdruck ist ähnlich. Pflanzen sind natürlich noch nicht so weit entwickelt. 3 Wochen im Herbst ist eine Welt. Das ist nicht zu vergleichen oder auch nicht zu vergleichen mit dem Weizen nach dem Raps. Das ist eine Welt, da liegen auch Welten zwischen. Aber an sich sieht es eigentlich sehr gut aus und man sieht auch eigentlich, wie viel Material man an der Oberfläche lässt. Durch das Ganze, durch den Maisstroh. Hier, Nachbarbetrieb. Hier sieht man es. Hier hatten wir noch mitgescheibt. Und wir hatten es nachher mit dem 8R rausgemessen, wie viel Fläche wir noch dazu bekommen. Deswegen haben wir es hier liegen lassen. Also so sah es nach den Scheiben aus. Beziehungsweise jetzt ist schon relativ viel abgebaut. Vorher sah es ganz anders aus. Und hier noch die Fläche von dem Landwirt, die können wir uns noch angucken. So sieht das jetzt hier mit dem Maisstroh aus. Also eine weitere Bearbeitung hat jetzt hier nicht erfolgt. Auch mit den Stoppeln oder ähnliches nicht. So würde das hier aussehen. So einfach nur mal als zum Zeigen. Hier liegen sozusagen die Maisreste oben drauf. Und ich denke mal, man sieht auch jetzt hier schon ein paar Regenwurmlöcher. Die würden jetzt auch anfangen, im Frühjahr das alles hier zu verdauen. Gut. Soll's das? Ich guck gerade, ob der Ton ging. Soll's das erstmal hier gewesen sein? AKF Weizen war das. Wie gesagt, kleiner Eindruck. Die nächste AKF ist jetzt Gerste, die nehme ich gleich auf. Die kommt am Sonntag. Heute sehen wir Donnerstag. Die kommt dann am Sonntag. Nächste Woche machen wir uns auf den Weg und nehmen Proben mit dem FarmLab. Dann gucken wir uns nochmal die Varianten beim Weizen an, die Unterschiede. Und ich wollte nochmal zu unserem Strip-Till-Versuch gucken mit dem Mais, ob wir da eventuell auch Unterschiede sehen. Wenn wir zum Beispiel in der Strip-Till-Variante jetzt mehr N-Min feststellen,
Könnte das ein Indikator dafür sein, dass wir stickstoffeffizienter waren und haben mehr in den Boden gelassen? Nur soweit die Theorie. Ob das am Ende so ist, welche Rückschlüsse wir darauf ziehen, gucken wir uns entsprechend nächste Woche an. Ja, ich sage erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Oh, ist aber auch echt schmierig. Und dann, ja, viel Spaß in der nächsten Folge. Wenn ihr Bock habt, lasst mir ein Abo da. Bis dann, Leute. Ciao, ciao.